sagen Moin und herzlich willkommen hier im HSV-Netradio, präsentiert von der Sparda Bank Hamburg. Wieder über den Außenverteidiger am Spielaufbau zu lösen, der jetzt sehr stark da verteidigt und den Ball zurückholt und einen sehr guten Ball auch anbringt, auch für Rai, der im Zentrum jetzt aufdrehen kann, hat richtig viel Wiese vor sich, 4 gegen 3 Situation aus Sicht des HSV. Links immer raus. Noch für Rai, dribbelt jetzt über 20, 30 Meter, hat immer noch den Ball jetzt schon an der Box, legt jetzt links rein, jetzt nur noch querlegen und das ist das Tor, nein, das gibt's doch nicht! Öztunali macht alles richtig, von der Grundlinie zurück in den Rückraum auf Robert Nesta Glatzel und er hält auch den rechten Fuß rein, aber verpasst schlicht, er verpasst. Jetzt HSV offen, 1 gegen 1, das gibt's doch nicht bei eigener Ecke. So ein Konter, jetzt müsste die Grätsche kommen. 2 HSVer laufen nach, geblockt. Monsterverteidigung, aber warum kommt es dazu wieder? Eigentlich nur Mitspieler stehen, also das wäre ein bisschen riskant gewesen. Nächste Flanke nicht gut geklärt, Schussmöglichkeit, Handwerker, Schuss, Pfosten! Geis war's, der da vor der Ecke noch stand. Einzige Brasilianer, jetzt super, auch den Fuß dazwischen gestellt von Bakriata, Balleroberung auf Höhe der Mittellinie, jetzt schon rechts im Strafraum, guter, schön. Kluger Pass auf Levin Öztunali, zieh ab, Junge, Levin, Flachschuss rechts vorbei und am Ende des Tages, Bakker stampft da auch nochmal mit beiden Füßen im Strafraum, gehen Boden. Wieder Konterchance für den HSV, Glatzel hat sich tief fallen lassen, spielt den Ball jetzt diagonal raus auf die rechte Seite, Jatta, HSV, Jatta müsste es alleine machen, keiner folgt ihm, da Schuss von Jatta, guter Schuss. Abgeblockt von Klaus, dem Keeper, der den Winkel da verkürzt. Dort abzuziehen, aber dann die Nürnberger dazwischen zu weit vorgelegt. Oh, und dann vorbei, 3 gegen 3. Aufs Tor zugezogen, Heber. Latte! Zweiter Ball geklärt. HSV rettet es und dann Foul im Strafraum. Ui! Schon über die Mittellinie, 30 Meter zum Tor, 20 Meter quer. Einmal rüber auf Glatzel, hat die Möglichkeit. Glatzel zögert, noch einmal schießt und wird gehalten. Oder geblockt von Geis. Mit Low-Kraft zum Glück auch. Haut das Ding in die Arme von Heuer Fernandes. Nächste Möglichkeit, Glatzel. Tor! Tor, Robert Glatzel, jawohl! Wie viele Chancen braucht er noch? Haben wir uns gefragt. Eine! Und die macht er! Und der HSV geht in Führung, weil sie Robert Glatzel vergessen. Jetzt nochmal viel Raum für Jean-Luc Dompé nach Zuspiel von Benisch, linke Seite des Strafraums. Dompé zieht auf und super, das Ding. Klasse Tor von Jean-Luc Dompé zum 2:0. Das kann er hier, die Treffer in der Nachspielzeit. Aber ein sehr sehenswertes Tor von Jean-Luc Dompé. Linke Seite vor der Box, auf rechts gelegt und dann mit der rechten Seite oben rechts reingelascht. Das war's dann. Auswärtssieg skandieren die HSV-Fans im Block. Und Tobias Reichel mit der exzellenten Spielleitung pfeift hier die Partie ab. 2:0 für den HSV, ganz wichtiger zweiter Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg. War schon wichtiger und hart erkämpfter Auswärtssieg. Wie lautet dein Fazit heute? Sehr, sehr stolz auf die Jungs. Sehr, sehr stolz auf alle, die heute hier waren, weil es wieder ein unglaubliches Erlebnis war. Ich habe gerade gehört, 5.000, glaube ich, waren von uns da in Nürnberg. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Deswegen, für uns war es einfach wichtig, als Mannschaft natürlich einen Sieg einzufahren. Einmal für uns, weil wir ja nicht zufrieden waren mit unserer Leistung natürlich, aber auch für die Fans, weil sie uns verdammt viel geben. Weil wir es vielleicht gerade bei den Auswärtsreisen jetzt in der Hinrunde ein bisschen verpasst haben, es immer zurückzugeben. Umso schöner ist es natürlich, dass es heute gelungen ist. Ja, kann man so sagen. Ich denke, insgesamt verdient. Nicht unser bestes Spiel, aber hatten eigentlich einige gute Chancen. Hätten viel früher noch in Führung gehen können, finde ich. Aber ja, bezeichnet dann, dass wir, ja, es hat nicht alles geklappt heute, aber nie aufgegeben, nie Kopf hängen lassen, immer weitergemacht und dann am Ende doch noch belohnt. Was lief in der ersten Halbzeit noch nicht so rund? Wir hatten viele Chancen, aber das Tor wollte nicht fallen. Das stimmt. Ich glaube, es ging natürlich ein bisschen viel hin und her. Das gerade für unsere Verhältnisse. Wir haben dann schon lieber mehr Kontrolle. Das tut uns im Spiel dann gut. Aber es ging dann eben viel hin und her. Nichtsdestotrotz, du sprichst es an, wir hatten schon viele Konterchancen. Da hat ein bisschen ja, die Klarheit irgendwo in der Aktion gefehlt. Trotzdem, glaube ich, hat man da gemerkt, die Jungs wollen. Die wollen es unbedingt. Und das hat man in den ganzen 90 Minuten gemerkt. Zeitpunkt fürs 1:0 war dann auch ganz gut. Die Last ist so ein bisschen abgefallen und ja, wir haben es dann auch clever zu Ende gespielt. Muss ich auch sagen. Auch nach dem 1:0 dann eigentlich nichts mehr zugelassen. Über Dompé dann wirklich den Sack auch zugemacht. Das war einfach ein Riesenpunkt. Ja. Wir haben auch in anderen Spielen schon geführt und haben es dann vielleicht nicht ganz so clever gemacht. Und da hat man heute, glaube ich, schon eine Entwicklung gesehen, dass wir uns das angeguckt haben und dass wir einfach mit aller Macht dieses Ding ziehen wollten. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, vor allem, wenn man es vergleicht dann mit Hertha, wo es dann eine ähnliche Situation war, sind dann in die Eckfahne gegangen, haben da den Ball gut gehalten und dann die Konter eiskalt ausgespielt. Dann super Tor noch von Dompé.
ja, den Sack zugemacht. Genauso haben wir uns das dann vorgestellt. Hat man dann gesehen, dass ja, ab dem 1-0 dann wir alles unter Kontrolle hatten. Auswärts konnten wir mit den Fans auch noch nicht so richtig feiern. Heute konnten wir das dann am Ende echt genießen. Ihr seid nochmal hin, habt noch ein paar Worte gesagt und ja, einfach sich so ein bisschen ganz, ganz nett in die Weihnachtspause verabschiedet. Ja, genau, kann man sagen. Es war uns ganz wichtig, nochmal mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen. Vor allem hier die weit mitgereisten Fans nochmal ja, ein Dankeschön an die Fans zu geben. Ja, was sie wieder die Saison oder die Hinrunde abgeleistet haben, ist brutal. Und ja, vor allem auswärts lief es nicht so, obwohl die uns immer so tadellos unterstützen. Und freut uns, dass wir uns selber einen Gefallen getan haben, aber natürlich auch den Fans. Ja, war extrem wichtig, heute mit dem Sieg in die Winterpause zu gehen. Und deswegen fühlt es sich heute doppelt gut an. Definitiv. Ludo kam nachher zu mir und sagte, klar, für diese Momente lebt er. Das sind die schönsten Momente als Fußballer, wenn du dann natürlich vor deinen Leuten stehst, dich feiern lassen kannst und ja, einfach weißt, da ist eine Riesenmacht hinter dir und die halten immer zu dir, komme was wolle. Und dafür sind wir ihm wirklich riesig dankbar. Jetzt ein bisschen Pause, kurz den Kopf frei bekommen. Ist ja auch, weiß ich, so eine Weihnachtspause mal ganz nett und dann können wir richtig angreifen im nächsten Jahr. Wie nutzt du die Zeit? Ich werde natürlich mit meiner Familie ganz, ganz viel Zeit verbringen, viel Zeit mit meiner Freundin verbringen und echt, ja, ich glaube einfach mal ein bisschen runterkommen, abschalten, vielleicht auch nicht ganz so viel an Fußball denken. Dafür haben wir dann das ganze nächste Jahr Zeit. Wir haben da einiges vor, das ist völlig klar, aber trotzdem, heute freuen wir uns einfach und dann genießen wir jetzt die ein, zwei Wochen, die wir haben und dann geht es mit voller Kapelle wieder voraus. Ja, genau, jetzt erstmal komplett Kopf abschalten, erstmal ein paar Tage alles sacken lassen, runterfahren, mal ein paar Tage nicht an Fußball denken und dann, glaube ich, ja, mit voller Energie und dann ja, auch analysieren, was hätte besser laufen können, weil die Hinrunde natürlich nicht ganz so war, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, und dann, wie gesagt, mit voller Energie ja, ehrlich und kritisch zu uns selber sein, dass wir einige Dinge besser machen müssen. Und dann mit Vollgas in die Rückrunde starten. Aber wie gesagt, erstmal jetzt Weihnachten und ins neue Jahr, das auch ein bisschen genießen, runterfahren mit der Familie und dann ja, mit voller Energie dann ins neue Jahr starten wieder.